So, kommen wir zum Gewicht vom Dobermann, vom Welpen über den Junghund bis zum ausgewachsenen Hund. Es gibt viele Richtlinien, es gibt viele Hinweise auf Futterverpackungen. Ich habe da meine eigene Meinung dazu. Schaut einfach, dass der Hund gut genährt ist. Ich mache es an gewissen Sachen fest, bei ihm zum Beispiel. Ihr müsst halt auch ein bisschen ausprobieren. Ja? Also zeitlang, wenn ihr so die Videos von mir durchschaut, beziehungsweise von Jeff, seht ihr auch, dass er teilweise auch sehr schlank war. Zeitlang auch ziemlich gut gefüttert. Jetzt im Moment ist er gerade so meiner Meinung nach die obere Grenze. So ist es noch in Ordnung. Natürlich geht es schlanker, also gesund schlanker, ne? Aber so hat er eigentlich sein Gewicht, was in Ordnung ist. Ich werde bei ihm wahrscheinlich noch ein bisschen runtergehen, weil man merkt einfach, gerade beim Dobermann, man nimmt ihm so die Gelenkigkeit, die Schnelligkeit und so weiter. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als einen dicken Hund. Und für den Dobermann noch schlimmer. Auf jeden Fall, ich habe immer geschaut, dass man die Rippen, die sieht man jetzt vielleicht auf dem Videomaterial gar nicht so, aber ich sehe die hier so ganz, ganz leicht. Ja? Schaut immer, dass ihr so ein bisschen seht, wenn er gerade steht oder so, dass sie verdeckt sind. Wenn er jetzt zum Beispiel auf die Seite guckt oder sowas, dass sie leicht erkennbar sind. Die Taille hat hier, gut, er hat sie jetzt fast gerade nicht, aber ich sag ja, er ist gerade im oberen, an der oberen Grenze. Ne? Ansonsten schaut einfach die Bewegung von dem Hund an. Ist er zufrieden, macht einen guten Eindruck. Sieht er einfach gesund aus, danach würde ich gehen. Ja? Ich kenne so viele, die gehen dann so exakt nach den Angaben von den Futterpackungen und so weiter. Nee, würde ich nicht empfehlen, wenn ihr viel, überlegt mal, ihr fahrt viel Fahrrad und so weiter. Ihr wisst schon, der Hund, der verbraucht viel Energie. Dann haut ihm halt mal einen Becher. Also gut, wenn er klein ist, dann braucht er nicht einen ganzen Becher mehr, aber so, wenn ich mit ihm am Wochenende viel unterwegs war, dann kriegt er nochmal einen Becher dazu. So. Immer so nach Auslastung, Anstrengung. Irgendwann kriegt ihr es auch raus. Macht euch da nicht so viele Gedanken. Der Hund, der wird euch nicht unter der Hand wegsterben oder so. Ja? Und wenn der Hunger hat, der wird sich melden. Ja? Der steht dann da und sagt, ey, ich will was essen. Also macht euch da nicht so viele Gedanken. Ich war teils auch unversichert. Nicht unversichert, Kopfverdeckel, was ist denn jetzt los? Immer so eine Sache hier mit dem Laufen, auf dem Bildschirm gucken und gucken, was der Hund macht. Ja. Ich war auf jeden Fall verunsichert, dass diese Angaben, die zum Teil im Internet waren, völlig, also nicht mit den Angaben von meinem Hund übereinstimmt haben. Ja? Und Jeff ist ein wirklich gut gewachsener Hund, Dobermann. Und da standen zum Teil Werte drin, da war er 10 Kilo drunter, ja? Oder 5. So, und fand ich ein bisschen komisch. Jetzt mittlerweile wird er so um seine 40, 42 Kilo haben, was ich etwas zu viel finde. Also so 40, 39 Kilo ist, glaube ich, so das Perfekte für ihn. Es kann sein, dass er noch ein bisschen in die Breite geht. Weil jetzt der Winter durch ist. Der Sommer jetzt eigentlich schon angefangen hat und wir so langsam auch wieder anfangen, wirklich Sport zu machen. Ne, Jeff? Eben. Macht euch da nicht so viele Gedanken, guckt euch den Hund selbst an. Wenn ihr der Meinung seid, der Hund braucht noch ein bisschen Futter, gebt ihm ein bisschen Futter. Wenn ihr meint, er hat zu viel, dann geht ein bisschen runter. Aber nicht zu krass, macht da lieber ein bisschen mehr Sport mit ihm oder lauft einfach ein bisschen mehr mit ihm. Und dann regelt sich das von allein. Macht am besten auch Fotos von dem Hund, da könnt ihr das auch gut abschätzen,
weil das auch immer anders wirkt, wenn ihr den Hund immer so seht, ja, und dann noch Fotos seht ihr noch anders. Ne? In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut.